Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu endlich einem neuen Video. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber macht ja nichts. Hier bin ich. Ich habe schon wieder eine neue Haarfarbe, die wollte ich euch jetzt auch mal im Video offiziell zeigen. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt schon auf Instagram oder Snapchat, denn dort habe ich euch ein bisschen mitgenommen und so ein Vorher-Nachher gezeigt. Denn ich war gestern bei Pam in Mannheim und habe mir die Haare nochmal ein bisschen verändern lassen. Und zwar habe ich wieder einen schönen, frischen Bobschnitt und das Ganze wieder ein bisschen mit so ein paar dunkleren Strähnen und etwas dunkler, aber trotzdem das Blond, das ich hatte, so ein bisschen kühler gemacht. Also es ist immer noch ein Prozess, aber das Ergebnis gefällt mir sehr gut und vor allem durch den Bobschnitt ist das Ganze schon wieder so ein bisschen akkurater und das hat mir echt gefehlt und ich habe mir so zwischendrin überlegt, okay, soll ich mir die Haare länger wachsen lassen oder nicht, aber ich glaube so ein Bobschnitt oder sowas, das so ein bisschen feiner und eben so ordentlicher aussieht. Ich glaube, das passt am besten zu mir. Und deswegen bin ich ganz froh. Und damit wollte ich anfangen, euch kurz meine neuen Haare zeigen. Und dann machen wir direkt weiter mit meinem Favoritenvideo. Heute ist der 18.05. Das heißt, ich bin super in der Zeit mal wieder. Aber ich hatte in den letzten Wochen so wenig Zeit, Videos zu drehen. Und deswegen, ich wollte unbedingt mein Favoritenvideo machen. Denn das sind so meine liebsten Videos. Und die gefallen euch auch immer sehr gut. Deswegen habe ich euch meine liebsten Produkte aus den letzten, ich glaube, wirklich 2 Monaten, weil ich seit 2 Monaten kein Favoritenvideo mehr gemacht habe, glaube ich. Und deswegen haben sich ein paar ganz tolle Sachen angesammelt und ich will gar nicht so viel vorweg reden. Und deswegen fange ich gleich an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, und ich fange mal an. Ich überlege gerade, mit was ich anfange, was so ein bisschen am interessantesten ist. Und da springen mir gleich diese 2 Produkte ins Auge. Und zwar, ich liebe ja Lippenprodukte, ich hoffe, ihr auch. Und ich habe mal ein paar neue Lippenprodukte ausprobiert, und zwar diese beiden hier. Ich habe mir eine Farbe gekauft und die andere habe ich auf dem Event von NYX mitbekommen, denn ich war da vor 2 Wochen, war es glaube ich, auf der Pyjama-Party. Es war super, super lustig und wir haben uns mal die Wettbewerber für die Face Awards angeschaut und so ein bisschen geguckt, so ein bisschen Jury gespielt. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Goodies mit nach Hause bekommen. Und ich bin ein großer, großer Fan der Soft Matte Lip Cream von NYX, weil ihr kennt ja meine Lime Crime Obsession, die immer noch konstant da ist und auch weiterhin bestehen wird. Aber diese Soft Matte Lip Creams habe ich jetzt ausprobiert, schon vor ungefähr 3-4 Monaten. Habe jetzt so ein paar Farben zusammen und diese beiden gefallen mir besonders gut. Das ist einmal Monte Carlo. Das ist so ein super, super toller, frischer Rotton, der so einen leichten Touch ins Pinkige hat. Und es ist eben sehr, sehr schön auf den Lippen und sieht sehr frisch und wach aus und macht die Zähne auch sehr schön weiß. Und als nächstes habe ich noch die Farbe Copenhagen. Das sieht so aus, es sieht wirklich sehr, sehr dunkel aus in der Verpackung. Aber ist ein super, super schöner, dunkler, Magenta-Ton, würde ich jetzt sagen. Und es sieht super schön aus auf den Lippen. Und die Textur ist einfach traumhaft. Weil die sind so ein bisschen mousse-ähnlich, wenn ihr die auftragt, aber die halten wirklich sehr, sehr schön und trocknen die Lippen nicht so schnell aus und lassen sich wirklich ganz, ganz leicht tragen. Also es fühlt sich fast an, als hätte man nichts auf den Lippen, im Gegensatz zu anderen Lippencremes, die dann wirklich sehr austrocknend und schwer auf den Lippen sind. Und das finde ich eben sehr herausragend und ich finde toll, dass NYX wirklich gut erhältlich ist in Deutschland und es ist eben ein super Vorteil gegenüber Lime Crime oder Anastasia Beverly Hills und so. Und deswegen, obwohl es jetzt glaube ich auch bei Douglas gibt, aber auf jeden Fall kann man die auch im Laden finden und da sieht man eben die Farben immer sehr schön und die sind auch nicht so teuer, deswegen ist es echt ein super Produkt und ich werde jetzt mal versuchen, meine Kollektion da auf jeden Fall noch auszubauen. Irgendwie sind alle Produkte gerade blau, die ich hier auf dem Tisch habe, das finde ich sehr interessant. Aber ich habe hier diese beiden Sachen nicht zu verwechseln miteinander, denn das eine ist ein Nagellack und das andere ist ein Gesichtsöl. Das wäre ein bisschen kritisch. Und zwar habe ich hier ein Gesichtsöl, das ich zur Pflege nachts benutze. Meine Haut ist mittlerweile relativ trocken. Ihr kennt ja meine Geschichte mit diesem Aknenormin und meiner Akne-Therapie und so weiter. Das Video verlinke ich euch unten, falls euch das interessiert. Aber meine Haut ist rein, aber dafür doch eher trocken zurzeit. Und da benutze ich gerne das Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Das ist ein Ölkonzentrat, das man eben nachts aufs Gesicht geben kann. Das bedeutet, ich reinige mein Gesicht, benutze einen Toner und zum Schluss benutze ich eben dieses Öl. Und ich wache am nächsten Morgen mit super babyweicher Haut auf. Und die Haut ist schön gepflegt, eben schön mit Feuchtigkeit versorgt und soll auch gegen Falten helfen und so weiter. Ich habe das Glück, dass ich bis jetzt noch nicht so viele Falten habe. Ich habe letztens gemerkt, hier kommt so langsam eine Falte und da versuche ich dem Ganzen immer ein bisschen entgegenzuwirken und mache extra viel Pflege und Öl hier auf diese Stelle wie so eine Verrückte.
Aber ich glaube, das ist echt ein gutes Produkt. Ich mag Kiehl's Produkte sehr, sehr gerne. Haben sehr natürliche Inhaltsstoffe, nichts Schlechtes mit drin. Und kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es die Haut eben sehr schön weich macht und sehr schön pflegt. Dann, wie gesagt, hier noch ein schöner Nagellack, den habe ich auch gerade drauf. Ich trage zurzeit meine Nägel sehr, sehr kurz und ich finde es schön, wenn... Oh, passt sogar auch zu meinem Top. Was geht ab? Total color-coordinated heute. Und das ist die Farbe Roadhouse Blues von OPI. Das war wahrscheinlich mal limitiert zu so einer USA-Collection, aber die Farben von OPI sind meistens dann auch im Standardsortiment. Und das ist ein ganz, ganz dunkles Blau, was aber trotzdem wirklich noch als Blau zu erkennen ist, obwohl es wirklich fast schwarz ist. Und ich liebe diese Farbe. Ich liebe Dunkelblau generell. Und ist ein sehr schöner Ton, den ich vor ungefähr 2-3 Wochen so aus meinem Nagellackregal mal rausgepickt habe, weil ich den nie so großartig verwendet habe. Aber das ist echt eine sehr, sehr schöne Farbe. Und ich wurde schon oft darauf angesprochen, was für eine Farbe das ist, weil es eben sehr cool auf den Fingernägeln aussieht. Obwohl es jetzt eher Richtung Frühling und Sommer geht, was eigentlich untypisch ist für mich, so eine dunkle Farbe zu nutzen. Aber ich finde es gerade echt cool und vor allem bei kurzen Nägeln gefallen mir dunkle Farben sehr gerne. Sehr gut. Ich benutze zurzeit sehr gerne wieder den Angled Buffer, also den abgeschrägten Buffer. Den gibt es bei mir im Online-Shop und der Vorteil hieran ist, dass ihr mit dieser etwas längeren Seite wirklich sehr schön das Make-up ausfedern könnt, aber trotzdem das Ganze schön mit kreisenden Bewegungen einbuffern. Und im Gegensatz zum flachen Buffer ist er eben so ein bisschen fluffiger. Das bedeutet, der ist ein bisschen weicher und ihr könnt sehr, sehr schön leicht mit dem Make-up auch arbeiten. Zurzeit benutze ich also den hier sehr gerne und trage das dann eben über dem Concealer auf. Und das ist echt super, super toll. Ansonsten für unter den Augen habe ich diesen hier entdeckt. Und zwar, der ist auch von NYX, der HD Photogenic Concealer High Definition. In der Farbe, einen Moment, ich finde die Farbe, also hier, CW03 Light. Und das ist, ich hoffe mal, das ist der richtige jetzt. Ich habe noch einen anderen, genau. Und das ist ein sehr, sehr pfirsichfarbener Concealer. Und wenn ihr euch so ein bisschen auskennt oder das wisst, wisst ihr, dass man unter den Augen, die ja doch eher so eine bläuliche Färbung haben manchmal, violett-bläulich, so einen peachigen Concealer drauf macht, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Und der ist super, was das angeht. Also das gleicht das Ganze sehr schön aus, dann sieht man die Augenringe nicht mehr. Und der hat eine sehr hohe Deckkraft, ist trotzdem leicht in der Textur und lässt sich sehr, sehr schön einklopfen. Und deswegen, ja, den habe ich jetzt erst entdeckt für mich bei dem Event von NYX, habe ich mal die Sachen ausprobiert und die anderen schwören auch da drauf, die anderen haben mir den empfohlen und dann habe ich gedacht, den probiere ich auf jeden Fall aus und vor allem diese Farbe finde ich eben super für unter den Augen bei Augenringen. Ich habe das Gefühl, ich rede so viel und schnell, ich hoffe, es ist okay. Und dann noch ein Make-up, das ich wirklich super, super finde. Da war ich zufällig auch auf dem Event und zwar hat L'Oréal Paris die Indefectible Sculpt-Reihe rausgebracht und zwar da gibt es Konturprodukte und so weiter, aber auch ein neues Flüssig-Make-up und es hat es mir so angetan, dass ich das schon leer gemacht habe. Also es ist auf jeden Fall komplett leer, ich habe das jeden Tag verwendet und die Farbe passt mir auch super. Ich war echt sehr skeptisch, weil da gibt es nur ganz wenige, ich glaube die haben nur 3 Farben und das Make-up ist so gemacht, dass es sich praktisch so ein bisschen an die Hautfarbe anpasst und ich habe gedacht, jo, niemals, weil sowas funktioniert bei mir eigentlich nie. Aber das ist die Farbe 02 Medium Light und die passt super zu meinem Hautton. Also es ist eher ein gelbtöniges, wieder gelbliche Untertöne also, und trotzdem hell und es ist eine super Farbe. Und was ich toll finde, das haben wir auch bei dem Event schon gemerkt, das hat mich total umgehauen sofort. Und zwar, wenn man ganz, ganz wenig nur verwendet, es hat eine mega, mega hohe Pigmentierung dafür, dass es so leicht ist. Also das, ihr habt eine ganz, ganz leichte Schicht drauf, die wirklich sehr stark deckt. Und sehr natürlich aussieht. Das bedeutet, ihr habt nicht diesen cakigen Effekt oder nicht diesen dicken Maskeneffekt, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, leichtes Make-up mit sehr hoher Deckkraft. Und dann zeige ich euch noch 2 Puderprodukte, die ich sehr, sehr gerne und auch jeden Tag benutze. Das ist einmal mein liebster Highlighter von Hourglass. Der sieht so aus. Das ist ein Ambient Lighting Powder in Luminous Light. Und das ist ein super, super schönes, natürlicher Glow. Schöner, natürlicher Glow. Versuche ich euch mal hier aufzutragen. Das ist eben nicht sehr, sehr mega, mega, mega shiny oder leuchtend, sondern es ist wie praktisch so eine schöne, ja, glowige Hauttextur. Und das Puder kann man wirklich auch auf dem ganzen Gesicht auftragen, damit es nicht so matt aussieht und nicht so eindimensional. Ich trage das Ganze aber wirklich konzentriert hier auch an diesen Highlight-Stellen, manchmal bis hier oben so ein bisschen auf der Nase. Und es gibt eben so einen ganz, ganz schönen Glow auf der Haut, der nicht so arg ist, ein ganz feines Produkt und feines Puder und ist eben super, super toll. Und diese Hourglass-Produkte sind allgemein sehr, sehr cool
Und ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich noch ein paar mehr davon live sehe, weil in Deutschland kriegt man die leider ganz, ganz schlecht. Ich sag wieder sehr, sehr und ganz, ganz, ganz oft, merke ich gerade. Und dann noch mein liebstes Konturpuder. Das habe ich, glaube ich, schon vor 12 Jahren gezeigt, aber es ist immer noch mein Lieblingskonturpuder. Und zwar das von NYX Powder Blush in der Farbe Taupe. Ihr wisst, dass NYX die Sachen jetzt so ein bisschen umgepackaged hat und auch der Taupe Blush nicht mehr zu finden ist. Und ich weiß nicht genau, die Infos sind da so ein bisschen verschwommen, ob der noch im Sortiment ist, ob der wieder reinkommt, wie auch immer. Ich bin auf Amazon gegangen und habe mir aus den USA 3 Stück bestellt, weil es eben die perfekte Konturfarbe für mich ist. Das ist ein wirklich sehr gräuliches Braun, was eben perfekt ist, um Schatten zu setzen, Konturen zu setzen und ist echt super cool. Ich finde die Textur schön, die Pigmentierung ist perfekt, man kann schön damit arbeiten, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist und passt wirklich auch bei jedem Hautton. Und das ist ein super Produkt und deswegen habe ich es mir echt für ein bisschen teuer aus den USA bestellt. Als nächstes zeige ich euch noch ein paar Accessoires und so Klamotten, Produkten, Style-Sachen, die ich sehr, sehr gerne getragen habe in den letzten Monaten. Als erstes zeige ich euch eine Kette, jetzt ist sie aber leider so ein bisschen verwurzelt, einen Moment. Die ist nämlich sehr, sehr schön und sehr raffiniert. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habe ich euch schon total gespammt mit dieser Kette. Und zwar Leonardo, kennt ihr vielleicht, die machen solche Wohnaccessoires, Glasprodukte und so weiter, also hauptsächlich was Glas angeht. Und die haben jetzt ganz, ganz tollen Schmuck mit im Sortiment. Und das hier ist eine Kette, die ich bekommen habe, die ich so schön finde, dass ich sie jetzt wirklich fast jeden Tag anhatte. Und die passt eben super toll, vor allem, weil ich sehr, sehr gerne auch V-Ausschnitte anhabe. Das ist eine Kette, die aus 3 Stück besteht und eben in so einem Abstand diese tollen, schönen Anhänger hat und eben super toll. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Aber ich blende euch am besten so ein paar Fotos ein, wo ich die trage. Und ich finde, die passt super zu allem und gibt dem Outfit immer so einen total schönen, eleganten Touch. Und das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Und ja, ich habe schon lange so eine Kette gesucht, die eben solche 3 oder eben so Ketten in verschiedener Länge, weil das finde ich sehr, sehr schön, weil es das Dekolleté so ein bisschen ausschmückt und ausfüllt. Und das gefällt mir sehr gut. Und dann als nächstes noch meine allerliebsten Schuhe zurzeit. Das sind diese Babys hier. Ich bin so verliebt in die. Also ich finde die, ich musste die unbedingt bestellen. Und zwar, die habe ich bei 43,5 heißt der Shop, glaube ich. Die haben echt coole Schuhe und auch so ein paar außergewöhnliche. Ich habe ein paar Schuhe für die Uni gesucht, die flach sind und bequem, aber die man auch so anziehen kann. Und ich bin ein riesen Nike Air Force One Fan. Also schon immer, ich hatte schon immer Air Force Ones. Die sind aber normal in diesem... Einen Moment, mein Hund. Ich lasse ihn mal trinken im Hintergrund. Und das sind eben die, die sind normalerweise in so Glattleder. Und da hat mich immer gestört, dass die hier solche Knicke kriegen, ganz normal vom Laufen eben. Und jetzt gibt es aber die Nike Air Force Flyknit. Und das ist eben aus so einem Stoffmaterial. Und in Grau, ich liebe sowieso Grau, so ein meliertes Grau mit Schwarz und einer weißen Sohle. Und die sehen einfach so toll aus und ich liebe die total. Und die sind super leicht, was ich sehr schön finde. Und es sind die mega bequemsten Schuhe aller Zeiten. Sogar ein Kommilitone bei mir in der Uni hat sie sich auch bestellt und hat die gleichen in ganz Schwarz. Die sind auch super schön. Und hat mir auch bestätigt, wie super bequem die sind. Und ich finde, die kann man schön kombinieren, sehen sehr sportlich aus, sehen auch sehr jugendlich aus. Deswegen habe ich so ein bisschen gezweifelt. Aber meine Liebe für Air Force Ones hat einfach überwogen und ich musste sie mir bestellen. Ach, ja. Und dann habe ich noch eine tolle Jacke hier. Die ist von Zara. Das ist so ein Bomberjacken-Style. Die musste ich auch unbedingt haben. Und das Coole ist, es ist eine Wendejacke. Das bedeutet, es ist einmal dieses wunderschöne Oliv. Das ist so ein leicht, ihr seht, es ist so ein leicht glänziger Stoff und man kann die umwenden und dann ist es einfach eine ganz normale schwarze Bomberjacke und die ist so schön und lustigerweise habe ich mir die auf gut Glück in der Größe S bestellt. Ich habe normalerweise bei Zara so M bis L, weil Zara ist ja auch relativ klein geschnitten und die gab es aber nur noch in S und habe ich gesagt, oh, ich muss die unbedingt haben, weil wie perfekt ist es, dass es auch noch eine olivfarbene Jacke ist und schwarz zum Wenden. Und da habe ich gesagt, ich bestelle die jetzt einfach. Und lustigerweise passt die echt perfekt. Also ich würde die gar nicht größer kaufen. Und deswegen würde ich sagen, bei dieser Jacke etwas kleiner gehen, weil die sonst wirklich sehr weit ist. Und ich blende euch auch mal ein Bild ein, wo ich die anhabe, aber auch diese schöne Leonardo-Kette, weil die passt da auch super dazu. Und die kann man super schön kombinieren. Die sieht eben sehr, sehr locker aus und passt eben super zu diesem Bomberjacken-Trend, der gerade da ist und ich finde die Farbe auch sehr schön und das Material ist wirklich auch sehr schön und hochwertig und ich bin ein totales Zara-Opfer, muss man sagen. Ich
lieb Zara und ich finde die Qualität super für den Preis und kann man nichts sagen. So, leider meine Speicherkarte voll. Es kann sein, dass das Bild jetzt total anders aussieht von den Farben her. Das tut mir leid. Aber ich war eh schon am Ende und wollte nur noch schnell Tschüss sagen. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was eure liebsten Produkte sind oder ohne was ihr aktuell nicht leben könnt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gibt. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin. Ciao.